Ein hitziges herzlich willkommen zu den zwei grauen Boys. Dem G-Punkt und dem T-Punkt. Heute mit dem Thema Grau versus Grau. Quatsch. Freibad versus See. Biatch. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, das ist... Alter, wir schon echt gleich aus. Schon mal die Hosen unten ran. Oh shit. Das ist halt echt nicht das Thema, egal. See, das ist doch kein... Das, da brauchen wir gar nicht diskutieren. See ist doch saugeil, so chillig, vanillig im Sommer. Weißt du, wie dreckig das ist? Weißt du, wie viele kleine Forellen da drin schwimmen? Okay, Forellen sind nicht so... kleine Forellen? Forellen. Ich weiß, solche Dinge... Forellen sind schon so groß, oder? Hey, warum zeigst du gerade meinen Pimmel? Im See, das ist geil. Das ist so naturmäßig, weißt du? So im Freibad, da pinkeln immer die kleinen Kinder ins Freibad und sagen dann, da schwimmt Kot im Becken. Du und Natur, Alter, du stehst dann immer so da oben ohne, so aufgemaltes. Ah, nee, das ist aufgemaltes Sixpack von Philipp. Warum bist du nicht oben ohne im Freibad? Hast du immer so ein Unterhemd dann wegen Sonne? Ich krieg einen Sonnenbrand. Nein. Ich weiß ja, warum ich so weiß bin. Guck mal. Der ist dunkler als ich. Das ist Tonstudio-Bräune. Tonstudio-Bräune? Ja, wir nehmen ja gerade unser Album. Das ist Tonstudio-Bräune, Tonstudio-Bräune. Das ist so eine neue Bushido-Song, weißt du? Ja, pass mal auf, See ist umsonst. Jetzt kommst du, Freibad 2,50. Teuer. Also erstens kosten nicht alle 2,50. Ja. Das ist ja so ein Problem. Dann ist der Chloranhalt so hoch, dass du da irgendwie, dass es wie Säure ist, dass es deinen Körper so wegätzt. Wann war das denn bitte mal so? Warst du mal in einem Freibad, wo es deine Haut weggeätzt hat? Nee, sonst würde ich doch nicht hier so sexy sitzen. Wenn die kleinen Makrelen im See kommen. So. Nee, die Makrelen sind schon so. Wenn die kommen so und die knabbern dir deine Haut ab, dann ätzt das alles weg. Nee, das hatte ich mal, dass im See so Piranhas waren. Siehst du, Piranhas? Echt? Nein. Sonst würde ich doch nicht mehr so sexy hier sitzen. Ja. Alter, was kannst du eigentlich an deinem hässlichen See machen, was ich an meinem Freibad nicht machen kann? Ha? Alles, ich kann da grillen, man kann zu dieser Insel schwimmen, was man kann da Insel? Saulang bleiben, man kann ins Gebüsch pinkeln. Was für eine Insel? Ja, mitten im See gibt es immer so eine Seeinsel. Und da schwimmst du hin und da sagst, hallo, ich bin auf der Insel. Ich glaube, das ist eine Fata Morgana, die du da siehst. Aber es gibt keine krassen Rutschen. Ja, das stimmt. Es gibt keine Rutschen. Ich war mal in der Türkei in einem Park, in so einem Wasserpark, da gab es wirklich durch 24 Rutschen. Ganz verschiedene, Wir müssen mal so einen See entwerfen, wo es auch so Rutschen gibt. Hey, mach doch mal ein Video im Aquapark mit GoPros am Kopf. Oh, das wäre voll geil. Das wäre geil. Sollen wir so an den Füßen befestigen, wenn man dann so rutscht, dass ich dann so kann man falsch verstehen. Ja. So eine GoPro. Ja, weißt du, du kannst am See zum Beispiel angeln. Also ich meine, jetzt sagst du bestimmt, im Freibad kann man auch die geilen Ischen angeln. Aber ich meine eigentlich eher wirklich die kleinen Makrelen und die kleine Lachse. Weißt du, was halt am See auch doof ist? Du schwimmst ja. Und wenn du irgendwie zum Beispiel einen Krampf hast, ne, dann ertrinkst du viel schneller, weil erstens gibt es natürlich das Monster in jedem See immer. Loch Ness, so das, klar. Ja, genau, Loch Ness, so heißt das. Das andere ist einfach, es gibt halt nichts für Nichtschwimmer, ne? Also so wie mich. Ja, weil du nicht schwimmen kannst, oder was? Ich kann wirklich nicht schwimmen, aber ich stehe dazu. Also ich kann zwar ein bisschen schwimmen, aber ich habe immer wie so ein Hund im Wasser, so. Also pass auf, es sind 50 Milliarden Leute so im Freibad und dann ertrinkt eine Person. Eine gute Quote für das Schwimmbad, weißt du? Der kann doch auch nicht jeden retten. Das ist auch nur Bademeister. Der pfeift ja immer so raus aus dem Becken, nicht vom Beckenrand springen. Weiß ich aus Erfahrung. Wer springt denn vom Beckenrand? Come on! Steht überall. Überall steht ja, nicht vom Beckenrand springen. Das ist doch wie mit meinem 18. Geburtstag. Man muss immer mal ein bisschen illegal sein. Okay, ich glaube, gerade kam ein bisschen hier in Köln die Sonne raus, dann werden Oos und ich jetzt getrennte Wege gehen. Er geht ins Freibad, ich gehe in den See. Und was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare, was ist euch lieber? Jetzt haben wir euch auch was sehr Interessantes gefragt. Hä? Spiegelei versus Pfannkuchen? Und der Top, der euch antwortet. Und wir sehen uns natürlich, wie immer, im nächsten Video. Macht's gut, ihr Babys. Ciao. Babys. Hier oben geht's zu Spiegelei versus Pfannkuchen. Und hier unten geht's weiter zum Generation-Manifest.
voll benebelt.